So, wir sind jetzt kurz vor 7. Wir sind bei unserem letzten Beitrag angelangt. Und ich habe schon den Bildschirm geteilt. Das ist vom Ruben, der uns ein bisschen was über Supply Chain Management, Warehouse Management erzählen wird. Ja, ich frage mal gleich. Ich bin da. Du bist da. Ja, hi. Okay, dann stoppe ich mal kurz meine Übertragung. Prüfen wir das mal gleich, ob alles technisch klappt. So, jawohl, ich kann deinen Bildschirm sehen. Sehr schön. Okay. Gut, dann übergehe ich dir gleich das Wort und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Die Teilnehmerzahlen werden mit zunehmender Stunde natürlich etwas weniger, aber ich freue mich, dass trotzdem noch viele dabei geblieben sind zur letzten Session heute am Donnerstag zum Thema Warehouse Management, Supply Chain Management. Ja, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Ruben Heinrich. Ich arbeite für die Inway Systems in Chemnitz. Das liegt in Sachsen. Man wird es an meinem Akzent vielleicht heraushören. Genau. Ja. Ich werde auch gar nicht weiter Zeit verlieren. Es wollen dann bestimmt alle die Tagesschau anschauen. Ich möchte mich nochmal bedanken bei den Vorrednern und auch bei der Organisation von Ludwig, weil das bisher wirklich alles sehr reibungslos und gut organisiert funktioniert. Und das macht wirklich Spaß, hier teilzunehmen, aber bringt uns auch eine Menge. Ist gut, dass wir unser Wissen teilen. Ja, wir möchten jetzt das Wissen teilen zum Thema Lagerortverwaltung. Kommen wir mal zur Agenda. Ich habe hier schon mal so einen kleinen Screenshot aus dem uns bekannten Dynamics 365 eingefügt. Die Lagerortverwaltung, der ein oder andere von euch hat sicherlich sich schon mal in dieses Modul verirrt, haben bestimmt auch viele von euch schon auch Prozesse gezeigt oder gesehen in Vorträgen. Und wir möchten einfach ein bisschen auch heute Abend noch darüber sprechen, wofür braucht man diese Lagerortverwaltung, wofür wird sie eingesetzt, wann ist sie sinnvoll und ja, was sind auch die Funktionalitäten, ja. Wie gesagt, wenn man da reinklickt, dann sieht man vielleicht auch Begrifflichkeiten, die für die Berater, die früher nichts mit Warehouse Management Hut hatten oder zu tun hatten, genauso wie mir es mal ging, auch Begriffe, die ich vorher so noch nie gesehen hatte im Warehouse Management. Genau. Wir möchten also darüber reden, was heißt es, einen Auftrag oder eine Arbeit für den Lagerort freizugeben, ja. Was ist eine Lieferung? Der Eugen hat vorhin schon mal so ein bisschen die Themen mit aufgegriffen. Was ist eine Welle? Ja, warum ist eine Welle in Dynamics? Und was hat Dynamics 365 eigentlich mit Arbeit zu tun? Genau. Das sind die Themen. Wir werden uns also so ein bisschen an dem Menü herunterhangeln. Das Ziel ist auch so ein bisschen, dass für euch dann, wenn ihr mal im System da reinklickt, ihr auch wisst, was ist mit den Begriffen gemeint und was sehe ich dann letztendlich auch hier, wenn ich mal die Menüelemente öffne. Ja, kommen wir zum ersten Thema, Lagerortverwaltung allgemein. Das Warehouse Management Modul ist ja vor 6, 7, 8 Jahren mittlerweile schon in das Dynamics AX reingekommen. Und hat sozusagen die normale Lagerverwaltung, wie wir sie früher kannten, abgelöst oder nicht abgelöst, sondern ergänzt, kann man so sagen. Ja, die Lagerortverwaltung ist ein voll funktionstüchtiges WMS-System. So nennen wir es auch in der Branche hier in Deutschland. Also da gibt es auch Einzellösungen für Warehouse Management, aber das ist eine voll integrierte Lösung in Dynamics. Ja, und ich möchte natürlich euch so ein bisschen erklären, wofür ist es da, wofür braucht man es, warum sollte es ein Kunde einsetzen, ja, und warum. Wir sehen hier ein Bild, das ist ein Lager, ein ganz klassisches Lager, wahrscheinlich von einem Spediteur oder von einem Handelsunternehmen. Ja,
Es sieht jetzt nicht aus wie ein Produktionslager oder es ist ja von einem großen Produktionsstandort, man weiß es nicht, aber wir haben viele verpackte Kartons hier und Paletten. Das deutet immer so ein bisschen auf ein Handelsunternehmen hin. Vielleicht ein Unternehmen, was einen Online-Shop hat und von hier verschickt oder reines B2B. Ja, weil wir sehen jetzt ja auch zum Beispiel keine Verpackungsstraße, wo so kleine Päckchen gepackt werden. Ja, aber es fallen uns schon ein paar Sachen auf. Im Hintergrund, das ist so ein klassisches Hochregallager. Ja? Also so 5, 6 Etagen, das ist überhaupt nichts Unübliches. Das ist alles noch mit einem normalen Gabelstapler auch erreichbar. Im Vordergrund sehen wir einfach so eine Zone, wo wahrscheinlich eine Wareneingangs- oder Warenausgangszone. Man kann sich das vorstellen, dass so eine Reihe, die, wie man hier sieht, von Paletten, das passt ungefähr in einen Container. Von daher könnte es sein, dass es eine Warenausgangszone ist oder eine Wareneingangszone, wo einkommende LKWs quasi ausgeladen werden. Genau, und dann sehen wir auch schon, wo das Warehouse am meisten Sinn macht, denn es ist natürlich unmöglich, bei so vielen Lagerplätzen und bei so vielen Beständen vor allem, das alles mit einer Excel-Tabelle oder auch, wie ich es auch schon erlebt habe, tatsächlich nur eine Person, die einfach wusste, wo alles steht. Ja. Aber so ab einer Stellplatzmenge von 100, 200 geht es dann los, dass es echt unübersichtlich wird und dass man keinen Überblick mehr über seine Bestände hat. Vor allem, dass man das Lager auch nicht mehr optimal füllt. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, warum man solche automatisierten Warehouse-Management-Systeme einsetzt. Ja, was kann denn die Lagerortverwaltung? Das sind so ganz klassische Prozesse, die eigentlich in jedem Lager, in jedem Warehouse benutzt werden oder Bedarf an diesen Prozessen ist. Das ist so die Einlagerung. Also es kommen Dinge von außen rein, sei es eine Umlagerung oder sei es eine Bestellung. Ja, dann natürlich Auslagerung im Sinne von Kommissionierung, auch für ausgehende Umlagerungsaufträge oder für ausgehende Verkaufsaufträge. Es gibt die Möglichkeit, Ladungen zu planen. Das heißt, mit Ladungen meine ich quasi ein LKW, da weiß man, wie viel passt da rein und dann kann ich quasi eine gewisse Anzahl von Lieferungen dieser Ladung zuweisen und dann kann ich der auch noch eine Zeit geben und dann kommt eben der Spediteur genau zu der Zeit und holt das ab. Inventur können wir natürlich mit dem Warehouse-Management-System machen. Da sind wir auch relativ frei. Wir können eine Stichtagsinventur vornehmen, wir können aber auch eine rollende Inventur durchführen. Genau. Es gibt Auffüllungen, also wir können Auffüllungen konfigurieren, zum Beispiel für Kommissionierlagerplätze. Ja, also wenn quasi so Kleinteile-Kommissionierung geschieht, dann kann man die Kleinteile-Kommissionierung aus dem Hochregal auffüllen. Wir können Wege optimieren oder überhaupt Routen optimieren im Lager. Wir haben die Möglichkeit auf Cross-Docking, das heißt, wenn ich am gleichen Tag vielleicht noch was rausschicken möchte, was zum Wareneingang reinkommt, dann muss das ja nicht erst eingelagert werden, sondern kann zwischen den Docks Wareneingang, Warenausgang gleich übergeben werden. Wir können Quarantänelager einrichten, natürlich auch Lagergrenzen pro Lagerplatz. Ja, also das Warehouse-Management weiß, auf einem Palettenstellplatz, da passt eben nur eine Palette. Ja. Oder da passen x Stück von dem und dem Artikel und würde dann dementsprechend mir auch andere Lagerplätze vorschlagen beim Einlagern, wenn ein Lagerplatz beispielsweise voll ist. Ja, darüber hinaus kommt das Warehouse-Management-System natürlich mit einem voll integrierten Verpackungsmodul. Gerade im B2C-Geschäft viel Wert, aber auch im B2B, weil natürlich auch immer mehr diese NVEs eine Rolle spielen und die kann man hier relativ gut auch im Verpackungsmodul generieren. Also NVEs sind quasi einheitliche Nummern, die werden vergeben, um Paletten zu tracken. Ja, ja dann natürlich, was eigentlich die große Veränderung war auch für uns Dynamics-Berater damals, es kommt mit einer eigenen App, voll integrierten Warehouse-App. Ja, also die Partner hatten, vor 2012 hatte jeder seine eigene Warehouse-App als Partnerlösung mit angeboten. Und jetzt kommt hier Dynamics mit einer eigenen App. Die sah in AX 2012 noch ein bisschen anders aus, wurde noch auf dem IIS damals gehostet. Und jetzt ist das, wie auch schon vor uns der Eugen die gezeigt hat, eine direkte App, die ich mir aus dem App Store runterladen kann. Ja, so sieht das Modul aus, wenn wir mal alle Menü-Items ausklappen. Also da lässt sich schon eine Menge konfigurieren. Und wir haben auch relativ viele Freiheiten, was die Lager-Einlagerungslogiken angehen, was unsere Lagerort- und Lagerplatzgestaltung angeht. Ja, also da ist man schon wirklich relativ flexibel.
Es gibt hier und da ein paar Einschränkungen. Das ist auch heute schon mal mit zum Tragen gekommen. Aber grundsätzlich haben wir an der Stelle wirklich eine große Freiheit. Und deswegen ja, gibt es eben auch relativ viele Menüelemente. Aber das kennen die Berater, die gerade im Projektmodul unterwegs sind oder in der Produktion sowieso. Die Module sind einfach alle sehr komplex. Gut, wollen wir über den ersten Teil reden, das erste Schlagwort, was wir so ein bisschen aufgreifen wollen, was wir auch erklären wollen, für Lagerort freigeben. Was heißt das eigentlich? Warum heißt das für Lagerort freigeben und wo wird es benutzt? Grundsätzlich wollen wir mal festhalten, dass dieses Warehouse-Management so eine kleine eigene Welt ist. Das ist ein Mikrokosmos. Ja? Das grenzt das Lager so ein bisschen ab von allen, die das AX sonst noch so bedienen. Und das hat auch einen Zweck und einen Grund, denn man möchte einfach nicht, dass hier Einkäufer oder Auftragsbearbeiter oder auch Produktionsplaner einfach anfangen, irgendwelche Bestände im Lager zu reservieren oder hin und her zu schieben. Ja? Weil das kommt dann, es führt immer zu Chaos. Und deswegen hat man hier gesagt, wie das so auch Best Practice ist, der Auftragsbearbeiter in diesem Beispiel, der erfasst seinen Verkaufsauftrag, wie viel Stück er verschicken möchte, reserviert den Bestand aber nur auf Lagerortebene, also der sagt quasi dem Warehouse, dem ganzen Warehouse nur, ich möchte ein Stück jetzt von diesen Kabeln. Wo du das aber hernimmst, das ist dir überlassen. Ja? Und da sagt auch das Warehouse ganz klar, das ist meine Entscheidung. Du darfst mir nicht sagen, von welchem Lagerplatz ich dieses Stück kommissionieren soll. Und deswegen gibt es diesen Knopf für Lagerort freigeben. Denn der ist letztendlich die Grenze vom Auftragsbearbeiter, um einen Auftrag Richtung Lager zu schicken, um hier diese Arbeit oder diesen Auftrag zu bearbeiten und die Lieferung letztendlich zu versenden. Aber das liegt eben in der Hoheit des Logistikcenters oder der Lagerverwaltung. Ja. Es gibt da meistens ein paar Lagerleiter, die haben so, sind die Verantwortlichen für entsprechend ihre Abteilung. Und dann gibt es immer so 5, 6, 7, je nachdem wie groß das Lager ist, Leute, die mit einem Gabelstapler hin und her fahren, mit einem mobilen Gerät und die Bestände quasi umlagern und die Arbeiten ausführen. Genau. Wie ist der Prozess und was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke, Freigabe für Lagerort? Wir haben hier eine Voraussetzung, Bestand reservieren. Also wir reservieren Bestand, also wie viel Stück reserviert werden, das überlassen wir mal noch den Auftragsmitarbeiter. Aber dann kommt tatsächlich die Freigabe für den Lagerort. Das muss übrigens nicht manuell mit dem Knopf erfolgen. Es kann auch mehrmals am Tag einen Batchlauf geben, der alle reservierten Bestände ans Lager gibt. Ja. So, die Freigabe für den Lagerort, die macht erstmal nichts weiter, als eine Lieferung zu erstellen. Mit den Auftragspositionen, ist klar, mit einer Lieferadresse, einem Lieferdatum und einer Lieferart. Ja. Und das sind auch die Dinge, die eine Lieferung von einer anderen Lieferung unterscheiden. Wenn ich also jetzt aus einem Auftrag eine Lieferung freigebe, die morgen verschickt werden soll und eine Lieferung also freigebe, die übermorgen verschickt werden soll, dann werden dann auch zwei Lieferungen daraus erstellt. Ja, das ist, macht auch Sinn. Ja, oder wenn es eine verschiedene Lieferadresse ist. Also eine Lieferung hat immer die Einzigartigkeit der Lieferadresse und des Lieferdatums. So, in einem weiteren Schritt, da kommen wir nachher dazu, werden diese Lieferungen dann in einer Welle verarbeitet. Ja, da sind wir dann wieder bei dem Begriff Welle und dann kommen wir auch zu dem Thema Arbeiten und Arbeiten ausführen. Genau, wir möchten aber uns erstmal ganz kurz angucken, was es denn eigentlich heißt, für den Lagerort einen Auftrag freizugeben. Ich bin jetzt hier in meiner Demo-Umgebung und wir gucken einfach mal in die Aufträge rein, wie ein Auftrag erstellt wird und wo ich Aufträge finde. Das ist jetzt mal nicht Teil des Vortrags und ich gehe jetzt auch davon aus, dass alle Kollegen hier relativ fit sind. Wir werden jetzt nur sagen, dass wir das von Lagerort 24 verschicken werden, damit es hier keine Missverständnisse gibt. So, also das ist unser Auftrag. Und Lagerort 24 ist ein Lagerort, der aktiviert ist für Lagerortprozesse. Ja, also das ist auch schon mal ganz wichtig. Wir müssen den Lagerort und auch die Artikel, die mit Warehouse-Prozessen gesteuert werden sollen, aktivieren für diese Lagerortprozesse.
So, jetzt habe ich hier eine Position erfasst. Ich gehe mal ganz kurz in die Bestandsanzeige. Das nennt sich hier Bestandsliste. Die ist tatsächlich aus dem alten Lagermodul oder aus der Lagerverwaltung, weil die ist einfach schön, weil man hier gut Buchungen nachvollziehen kann. Ja. Das ist jetzt mal die Bestandsliste gefiltert auf den Artikel, den wir gerade in die Auftragsposition genommen haben, und auf den Lagerort. Wir sehen, wir haben ja Bestand auf 1, 2, 3, 4, 5 Lagerplätzen, jeweils 5 Stück. Und hier 4, das sind die Lagerplatznamen. Und wenn ich jetzt mal nach rechts scrolle, sehen wir hier physisch reserviert 1. Ja, das ist das Stück, was ich gerade in Auftrag hatte. Da schauen wir gleich mal nach. In dem Fall ist quasi die Reservierung auf automatisch gestellt. Das kann man in den Debitorenkonten einstellen oder auch pro Auftrag. Ja. Ich nehme jetzt mal die Reservierung nochmal raus, um hier nur ganz kurz zu zeigen, was das für Auswirkungen hat in der Bestandsliste. Ich aktualisiere das hier. H01. Wundert mich gerade, worum es das... Ah ja, okay. Entschuldigung, der hat wahrscheinlich sich hier ein bisschen lange alleine gefühlt. Ich habe den natürlich vorher, als ich den letzten Vortrag gehört habe, nicht mehr aktualisiert. Achso, wir haben hier einen physisch reservierten von einem anderen Auftrag und hier ist der eine Stück, den ich gerade in meinem Auftrag habe. Genau. So, also wir haben quasi hier den Status physisch reserviert in Auftrag 1, das ist von einem anderen Auftrag von vorher. Und jetzt werde ich mal hier die Reservierung noch durchführen. In meinem Auftrag, den ich gerade angelegt habe, schließen wir das. Es wurde vorhin auch schon mal angesprochen, dass die Reservierung quasi ein Pflichtbestandteil ist, bevor es an das Lager freigegeben wird. Das hat auch seinen Sinn. Wir sehen jetzt hier, es ist physisch reserviert, 2 Stück, also mein Auftrag von gerade eben und noch ein anderer Auftrag. So, und physisch verfügbar 22. Ja, das heißt, der physische Bestand ist 24 in dem Fall. Und jetzt sehen wir hier, ganz wichtig, pro Lagerplatz hat sich aber nichts geändert. Denn diese Reservierung, die gilt nur auf Lagerortebene. Ja? Und auch wenn ich hier auf die Reservierung in der Position klicke, dann sehe ich hier ganz klar, dass ich nur auf Lagerortebene reservieren darf. Ja? Also hier ist kein Lagerplatz irgendwo zu sehen. Und auch wenn ich zurück in den Auftrag gehe und hier unten in den Details, wenn ich hier einen Lagerplatz auswählen würde, ja, ich mache das jetzt nicht, dann würde das Warehouse mir sofort sagen, das darfst du gar nicht. Du hast mir nicht zu sagen, von wo ich das eine Stück zu kommissionieren habe. Ja, also es beschwert sich dann und es ist auch nicht zulässig. Ja gut, jetzt wo ich den Bestand reserviert habe, drücke ich hier einfach auf Lagerort freigeben. Das befindet sich hier oben im Reiter Lagerort. Und alles, was jetzt passiert, ist, es wird eine Lieferung erstellt. Und damit ist die Auftragsbearbeitung zu Ende. Ja? Mit der Erstellung der Lieferung haben wir quasi eine Entität, einen Auftrag im Lager, im Lagerortverwaltung erzeugt. Das sehen wir hier alle Lieferungen. Und da sehen wir hier von unserem Auftrag 890 eine offene Lieferung. Und was jetzt das Warehouse mit der Lieferung macht, das ist erstmal der Auftragsbearbeitung egal. Gut, dann erstmal zurück zur PowerPoint. Wir haben also jetzt gesehen, wie wir etwas freigeben und was da passiert. Und ich habe auch versucht, ein bisschen zu erklären, warum das so getrennt wird. Gut, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema in der Prozessfolge. Das wären die Wellen. Ja. Und Wellen müssen wir natürlich erstmal definieren, was ist eine Welle. Aber um zu verstehen, was eine Welle macht, müssen wir erstmal wissen, was ist eigentlich eine Arbeit. Denn die Welle erstellt Arbeiten. Und um zu wissen, was die Welle damit zu tun hat, müssen wir erstmal darüber reden, was ist eigentlich eine Arbeit im Sinne vom Warehouse. Ja, ich versuche das mal hier an einem ganz einfachen Beispiel zu erklären. Wir haben hier 2 Lagerplätze, ein Lagerplatz mit 5 Stück von irgendeinem Artikel, ein Lagerplatz mit 3 Stück von einem Artikel. Eine Arbeit bewegt Bestände im Lager. Ja, also es ist egal, warum und von wo nach wo, aber das ist eine Arbeit. Eine Arbeit macht eine Bestandsbewegung.
Und für diese Bewegung braucht es natürlich immer eine Entnahme und eine Einlagerung. Ja, wenn ich Bestand von einem Lagerplatz zum anderen schaffe, dann lade ich hier in dem Beispiel ein Stück auf, fahre mit meinem Gabelstapler oder meiner Schubkarre zum Lagerplatz 2 und lagere das ein. Entnahme und Einlagerung. In Englischen heißt es Pick und Put. So, und was das genau ist und wie das in Dynamics aussieht, das schauen wir uns jetzt auch noch schnell an. Für dieses Beispiel würde ich mal eine Bestellung annehmen und das Menüelement, was die Bestellung annimmt, was den Bestand annimmt, erstellt uns dann eine Arbeit. Die können wir uns angucken. Ich habe jetzt hier auf meiner lokalen Maschine, nehme ich einfach mal das Menüelement, was wir auch im Browser aufrufen können, beziehungsweise das Menü. Das kann jeder aufrufen, der Dynamics 365 irgendwo im Browser benutzt. Ihr müsst einfach nur diesen Link hier dahinter setzen und ihr müsst natürlich dann entsprechend euch aktivieren für das mobile Gerät. Aber in jeder Umgebung können wir einfach dieses Menü aufrufen. Ja? Wir haben vorhin gesehen, es gibt ja diese App, die wir runterladen können. Aber um die quasi zu benutzen, müssen wir in Azure die App quasi bereitstellen. Ja? Und dadurch, dass ich hier auf einer lokalen Maschine bin, auf einer lokalen VM, habe ich das jetzt hier nicht getan und benutze einfach ja, diese Simulation. Ja, aber wir sehen hier schon, dass der Inhalt ist der gleiche wie vor uns, was wir auch im vorhergehenden Vortrag schon gehört haben. Genau, um eine Bestellung anzunehmen, müssen wir hier in das Menü inbound, ja, das ist quasi auch wieder ein englischer Begriff. Die Menüelemente können wir alle frei umbenennen oder auch erstellen und löschen. Schauen wir nachher nochmal drauf, wenn wir da Zeit dafür haben. Klicken wir drauf, inbound. So, und jetzt gibt es hier verschiedene Sachen, aber wir wollen natürlich eine Bestellung empfangen. Purchase heißt Bestellung, Transfer wäre quasi eine Umlagerung und RMA ist eine Retoure. Ja, also das sind auch die drei Wareneingänge, die ich letztendlich hier erfassen kann. Oder drei Arten. Ja, wenn so ein LKW kommt an unsere Rampe mit Ware von einer Bestellung und dann sagen wir, okay, wir empfangen jetzt diese Ware auf den Lieferpapieren oder auf dem Lieferschein, wird dann meistens die Purchase Order Number, also die Bestellnummer, in dem Fall einfach hoffentlich mit einem Barcode abgedruckt sein, wo wir den einfach abscannen können. Ja? Und genauso ist in den meisten Fällen dann auch die Artikelnummer oder die EAN in dem Fall einfach als Barcode auf den Artikeln drauf. Ja, also wir können in Dynamics in der Produktinformationsverwaltung unter Strichcodes hier ganz einfach Codes hinterlegen, die wir auch hier dann einscannen können. Ja, also das ist jetzt egal, ob ich Artikelnummer oder die EAN einscanne. Wir müssen immer Enter drücken, weil es simuliert natürlich einen Scanner und vielleicht wisst ihr das, wenn ich bei einem Scanner oder mit einem Laserpistole was abschieße, dann heißt das Paste und Enter. Immer. Ja, das heißt, in dem Fall würde dann der Cursor runterspringen. Wir sagen jetzt Menge. Ich schaue jetzt einfach mal ein Stück. Empfangen wir. Und jetzt möchte dieses Menüelement von uns einen Ladungsträger. Ja, Ladungsträger kam für uns auch schon mal kurz vor. Ein Ladungsträger muss nicht immer eine Palette sein. Ein Ladungsträger ist letztendlich ein beweglicher Lagerplatz. Ja? Und ein Ladungsträger hat den Sinn, dass wenn ich zum Beispiel auf einer Palette viele verschiedene Artikel beherberge und dann möchte ich die Palette umlagern, dann wäre es natürlich echt schwierig, alle Artikel einzeln zu scannen und umzulagern. Ja? Und dafür gibt es dann diese Zusammenfassung für diesen Bestand und das ist Ladungsträger. Das können auch so Gitterwagen sein, wo man Sachen reinschmeißt. Ja? Aber in den meisten Fällen reden wir schon auch hier von Paletten. Aber auch bei Paletten gibt es ja unterschiedliche Größen. Ja? Wir werden jetzt einfach mal diese Palettenkennung scannen. Also meistens haben diese Ladungsträger quasi irgendwo einen Barcode. Und den scannen wir jetzt einfach mal und drücken OK. Und es steht hier Arbeit abgeschlossen. Das ist ein bisschen falsch eigentlich, weil was der gerade gemacht hat, ist, der hat eine Arbeit erstellt. Denn das Menüelement war ein sogenanntes Arbeitserstellungsmenüelement. Okay? Und wir wollten ja jetzt eigentlich uns angucken, was ist eine Arbeit? Ja? Das heißt, wir haben jetzt den Artikel empfangen, wir können hier wieder rausgehen, Tschüssi. Und jetzt schauen wir mal in unserer Lagerortverwaltung, Modul Lagerortverwaltung, gibt es hier einen Punkt Arbeit. Okay, da gehen wir mal rein, das macht Sinn. Und dann alle Arbeit, wie wir das kennen. Und siehe da, hier ist eine Arbeitskennung, eine Arbeitserstellungsnummer, ein Status, ein Typ, ja? Bestellung, ja, das ist es. Und die Bestellnummer ist hier auch drin.
okay, Lagerort, und dann klicken wir einfach mal auf die Arbeit drauf. Und dann können wir auch sehen, was wir vor uns auch auf den Folien gesehen haben, was die Arbeit macht. Die nimmt etwas und dann lagert sie etwas ein. Okay. Pick, put. In dem Fall ein Stück von unseren Kabeln von dem Wareneingangslagerplatz hin zu FL005. Das ist also eine Floor Location, nennt sich das, Floor 005. Gibt uns diesen Lagerplatz vor. Wie kommt er jetzt auf diesen FL005? Das schauen wir uns nachher an. Das hat etwas mit den Lagerplatzrichtlinien zu tun. Ja. So, wir aktualisieren mal hier unseren Bestand, damit wir das Ganze noch verfolgen mit, auch in der Bestandsliste. Lagerplatz Receive haben wir jetzt hier einen physischen Bestand und das ist auch physisch reserviert. Und zwar, weil eine Arbeit erstellt ist. Die Arbeit reserviert den Bestand auf dem Lagerplatz. Okay. Wir brauchen jetzt ein anderes Menüelement, was eine existierende Arbeit aufnehmen kann. Und das ist dieses Menüelement. Hier steht, ich kann die Arbeits-ID scannen oder den Ladungsträger scannen. Ja. In der Arbeit, schauen wir mal, hier steht auch unsere Ladungsträgerkennung. Die ist also eindeutig für diese Arbeit und deswegen können wir auch diese Ladungsträgerkennung einfach scannen. Und das ist natürlich ganz praktisch. Jetzt kommt ein weiterer Mitarbeiter im Lager daher zur Wareneingangszone. Der sieht die ganzen Paletten, die da vom LKW geladen wurden. Und der scannt die jetzt einfach ab und nimmt die mit. Und dann sagt er, okay, du nimmst jetzt diese Palette mit einem Stück Kabel von dem Lagerplatz. Drückt er okay, okay, nimmt er die mit. Jetzt können wir mal unsere Arbeit aktualisieren und schauen, was mit der passiert. Aha, die ist in Bearbeitung. Okay. Hier unten sehen wir, die Position für den Pick ist schon geschlossen und die Einlagerung ist in Bearbeitung. Was passiert im Bestand? Aktualisieren wir hier mal. Wir sehen, Receive, der Wareneingangslagerplatz, ist leer, entlastet. Und jetzt ist der Bestand auf einem Lagerplatz, der nennt sich 24. 24, so heißt mein Benutzer, mit dem ich mich am mobilen Gerät angemeldet habe. Jeder, der quasi ein mobiles Gerät benutzt, hat einen eigenen Lagerplatz. Ja? Und das macht ja auch Sinn, weil ich bin vielleicht 5 Minuten unterwegs mit dieser Palette jetzt quer durchs Lager. Und deswegen ist dieser Bestand jetzt bei mir und der ist immer noch physisch reserviert. Ich komme jetzt an meinem Ziellagerplatz an und drücke OK, mache also Put. Okay. Arbeit abgeschlossen, jetzt stimmt es auch, weil jetzt haben wir tatsächlich die Arbeit auch abgeschlossen. Ich aktualisiere mal hier und sie weg. Ja, weil es ist gefiltert auf nicht geschlossene Arbeit. Jetzt aktualisiere ich meinen Bestand. Und wir sehen, wir haben diese Palette jetzt eingelagert auf FL005. Okay. Und auch mein Benutzerlagerplatz ist entlastet. Gut. So viel also zum Thema Arbeit. Es wird uns dann noch mal ein bisschen beschäftigen, weil Arbeit ist eigentlich so das zentrale Thema im Warehouse-Management, weil jede Bewegung letztendlich eine Arbeit ist. Ja, und im Warehouse-Management ist das zentrale, der zentrale Punkt von diesem Warehouse-Management ist, über Arbeit Bestände zu bewegen, ja, aber möglichst optimiert. Ich gehe wieder raus. Und jetzt gehen wir wieder zurück zur Präsentation. Und stellen uns die Frage, wie wird denn Arbeit ausgelöst? Haben wir gerade schon gesehen. Ja, zum Beispiel bei einem Wareneingang wird Arbeit ausgelöst, indem ich mit einem Menüelement Bestand empfange und dann wird die Arbeit mit dem Menüelement erstellt. Arbeit kann aber auch ganz andere Erstellungsprozesse haben, zum Beispiel manuell oder mit einem Batch-Job. Ja. Es gibt ja interne Abläufe, wo ich zum Beispiel Auffüllungen generiere, die passieren über einen Batch-Job meistens, ja, oder Inventurarbeiten oder ich lagere einfach irgendwas um. Und dann gibt es natürlich noch den Warenausgang. Das muss ich dazu sagen, diese Arbeit wird durch Wellen erstellt. Es sind allerdings nicht nur Verkaufsaufträge, die durch Wellen verarbeitet werden, sondern auch Produktionsaufträge. Also überall, wo das System eine Kommissionierarbeit erstellen muss, ja, also eine Kommissionierroute mehr oder weniger generiert, da benutze ich Wellen. Gut. So viel dazu. Dann wissen wir jetzt also, was Arbeit ist. Wir wissen, wie Arbeit erstellt wird und wir wissen, dass Arbeit durch Wellen erstellt werden kann.
Dann schauen wir uns jetzt mal an, wie denn Wellen Arbeiter stellen. Grundsätzlich kann man sagen, Wellen sammeln Aufträge und verarbeiten diese zu Arbeit. Ja? Das können Produktionsaufträge oder Verkaufsaufträge sein. Wir haben vor uns schon gesehen, das Ganze beginnt mit Freigabe für Lagerort. Und das machen jetzt den ganzen Tag über mehrere Personen in der Auftragsbearbeitung und es kommen ganz viele Lieferungen zu uns ins Lager. Jetzt haben wir hier die Lieferungen. Jetzt erstellen wir eine Welle. Und diese 5 Lieferungen werden dieser Welle zugeordnet. Dann dreht sich die Welle einmal und bearbeitet diese Lieferungen. Und was kommt raus? Es kommt eine Arbeit raus. Also die Welle macht nichts anderes als mehrere Lieferungen zu sammeln oder mehrere Produktionsaufträge zu sammeln und dann entsprechend der Konfiguration des Warehouses die Kommissionierarbeit zu erstellen. Ob das jetzt eine Pick-Pick-Pick-Pick-Put-Arbeit ist, also wo alle Positionen erst entnommen werden und dann eingelagert werden oder jeder Auftrag quasi einzeln entnommen werden soll, das ist eine Konfigurationssache. Das schauen wir uns nachher auch nochmal an. Ja. So viel zum Schaubild, das gucken wir uns natürlich auch nochmal im System an. Wir haben ja eben einen Verkaufsauftrag erstellt und wir haben ja auch die Lieferung erstellt. Das heißt, die Lieferung, wir haben hier sogar 2 Lieferungen, das ist noch von einem vorhergehenden Test, die können wir aber gleich mit benutzen. Wir haben hier 2 Lieferungen und die warten natürlich darauf, dass sie jetzt verschickt werden. Die wollen heute raus, ja. Das heißt, es muss einer herkommen und in der Lagerverwaltung mal schauen, was wir hier so alles haben. Ausgehende Wellen, das klingt erstmal gut, da gehen wir rein und dann gibt es hier einen Punkt Lieferserien. Ja, das sind die 3 Typen von Wellen, die es gibt, Kanban-Wellen, Produktionsserien, Lieferserien. Wir wollen ja was liefern, also was verschicken, dann gehen wir hier in Lieferserien, alle Wellen. Und wir sehen ja schon ein paar alte Wellen und jetzt erstelle ich einfach mal eine neue Welle. Die nenne ich jetzt mal Powerton-Welle. 007, ja, die finden wir auf alle Fälle wieder. Dann gibt es sogenannte Wellenvorlagen. Die sind letztendlich für jeden Lagerort, erstelle ich eine eigene Wellenvorlage. Wir sind jetzt hier im Lagerort 24, muss also dementsprechend auch die richtige Wellenvorlage hier auswählen. So, jetzt drücke ich OK. Und jetzt habe ich erstmal eine Welle. Ja, die ist erstmal leer, die hat nichts, die ist im Status erstellt. Da passiert nicht viel. Hier oben links gibt es einen Button, der nennt sich Lieferungen verwalten. Klicken wir mal drauf und hier sehen wir Lieferungen nicht auf einer Welle. Das sind also alle Lieferungen im Status offen und die kann ich jetzt mal alle anklicken und sage, die tue ich zur Welle hinzufügen. Okay, die sind jetzt weg. Warum sind sie weg? Weil sie natürlich jetzt in den Wellenpositionen, Refresh nicht vergessen, in den Wellenpositionen drin sind. Ja, also wie gerade auf der Folie habe ich 2 Lieferungen dieser Welle zugewiesen. Und jetzt gibt es hier einen Button, der nennt sich Verarbeiten. Und da drücken wir jetzt mal drauf. Was jetzt passiert, der nimmt jetzt die 2 Lieferungen, der guckt, was ist denn da so alles drin und was muss ich denn da machen und was sagt denn das Warehouse dazu, wie ich das kommissioniere. Und jetzt sehen wir hier eine Meldung, die Welle wurde gebucht und dann machen wir mal hier noch auf. Und hier steht, die Arbeit wurde erstellt. Aha, jetzt haben wir endlich mal Arbeit aus einer Welle. Okay, hier können wir auch gleich gucken, was für eine Arbeit das denn ist. Und er hat jetzt sogar 2 Arbeiten erstellt, nämlich für jeden Auftrag eine einzelne Arbeit. Das sind zwar jedes Mal die gleichen Positionen, aber das Warehouse ist eben aktuell so konfiguriert, dass jeder Auftrag einzeln kommissioniert werden soll. Gut. Diese Wellen, die können dann, die ist jetzt im Status gehalten, die werden dann noch freigegeben. Ja. Und nach der Freigabe können wir im Prinzip hier die Arbeit ausführen. Auch hier gibt es wieder ein Menüelement, was diese Arbeit, die wir ja hier schon gesehen haben, diese Arbeiten, ja, wieder Entnahme einlagern, die können wir jetzt auch mit einem Menüelement aufnehmen und abarbeiten. Da gehen wir auf Outbound und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt Verkauf picken. Zum Beispiel Sales Picking System heißt, da weist mir das System, also das Menüelement, weist mir einfach irgendeine Arbeit zu, die erstbeste, die es findet. Da gehe ich mal drauf, weil ich will mir nicht selber was raussuchen. Ja, und jetzt schickt er mich zum FL001 Lagerplatz und möchte, dass ich eine Palette scanne.
Da müssen wir jetzt mal ganz kurz in den Bestand reingucken. Die Dimensionsanzeige für Paletten, die hatte ich mal ausgeblendet, damit das nicht zu verwirrend hier wird, weil jetzt haben wir hier auch teilweise systemgenerierte Ladungsträgerbezeichnungen, die ein bisschen kryptisch sind, die halt aus dem Nummernkreis kommen. Aber wir müssen halt diese Palette scannen. Ja. Und es wurde vorhin schon mal erklärt, wir müssen quasi jetzt ein Stück von dieser Palette, wo 5 Stück drauf sind, entnehmen. Ja, das heißt, wir können gar nicht die ganze Palette nehmen. Das heißt, es muss einen Zielladungsträger geben. Das ist jetzt auch wieder eine Nummer aus einem Nummernkreis. Wir können aber auch einfach sagen, ich habe jetzt hier die Palette 700. Ja, die habe ich gerade auf meinem Gabelstapler. Deswegen nehme ich das jetzt hier drauf und lege das Ganze an den Warnausgang. Zack. Und jetzt schickt er mich direkt schon wieder los. Wieder zurück zum FL01, würde sich natürlich der Lagerarbeiter vielleicht beschweren, weil er zweimal läuft, aber so ist das System aktuell eingestellt. Ja, auch hier scannen wir die gleiche Palette und machen hier wieder eine Palettennummer, die wir gerade auf unserem Gabelstapler haben und fahren wieder zum Warnausgang und stellen die dahin. Okay? Wir gucken mal, was in unserem Bestand los ist. Auf FL01 liegen nur noch 3 Stück. Und was halt ein bisschen, ja, also interessant ist, der Bestand ist quasi jetzt nicht mehr im System. Ja, der ist schon weg. In dem Moment, wo wir den am Warnausgang geputtet haben, ist der erloschen. Wir können ihn zurückholen, aber in diesem Zustand, wie er jetzt ist, ist er quasi nicht mehr unseres. Also eigentlich schon noch unseres, aber ist eben hier nicht mehr im System. Die Arbeit, die wir hier erstellt haben, die sind jetzt geschlossen. Wir gucken uns mal die Welle an. Die hat nämlich auch einen Status. Die hat jetzt den Status entnommen. Und wenn wir mal auf alle Lieferungen klicken, sehen wir, dass unsere Lieferung den Status geladen hat. Und jetzt wäre der letzte Schritt in dem Fall zu sagen, der LKW hat jetzt die Ware geholt und wir können die Lieferung bestätigen. Ja, jetzt ist die Lieferung weg. Ich tue mal die geschlossene wieder anzeigen. Jetzt hat die nämlich den Status versendet. Und als allerletztes können wir hier drüber natürlich auch den Lieferschein generieren. Gut. Gehen wir mal zurück in die PowerPoint. Wir haben jetzt quasi so mal ganz schnell High-Level gesehen, wie Arbeit erstellt wird, warum Arbeit erstellt wird und was damit passiert. Natürlich steckt da eine ganze Menge Konfiguration dahinter. Ja? Und die wichtigsten Konfigurationen, die auch für euch dann, wenn ihr vielleicht mal einen Prozess testen möchtet und euch ein bisschen ausprobieren möchtet, relativ schnell Wirkung zeigen, sind dann diese Dinge, weil das sind einfach die Hauptpunkte der Konfiguration im Warehouse-Management. Ja, ihr habt gesehen, ich bin im Contoso-System unterwegs und es gibt diese verschiedenen Lagerorte, die eben auch aktiviert sind fürs Warehouse-Management. Also wir haben vorhin schon mal angesprochen, es gibt diese Lagerplatzrichtlinien, dann gibt es die Wellenvorlagen, Menüelemente des mobilen Gerätes, beziehungsweise auch das Menü. Hier tue ich mehr oder weniger einfach nur festlegen, wie das Menü aussieht und was die Menüelemente auch tun. Genau, und die Arbeitsvorlagen. Dazu kann man sich relativ gut etwas merken. Und zwar haben wir immer einen Arbeitsauftragstyp, der sagt, was bin ich? Ja, bin ich eine Bestellung, bin ich eine Produktionskommissionierung, bin ich eine Umlagerungskommissionierung, bin ich eine Inventur? Ja? Dann muss ich mich fragen, was soll ich tun? Das steht in der Arbeitsvorlage. Und wo soll ich hin? Und das steht in der Lagerplatzrichtlinie. Ja? Und diese Dinge muss ich einfach konfigurieren und dann kommen wir schon mal relativ weit. Genau, der Eugen sagt gerade, den Lieferschein gibt es, den kann ich auch beim Auftrag generieren. Und zwar muss ich natürlich dann als Menge die entnommene Menge nehmen. Ja, wenn ich den Lieferschein aus der Lieferung generiere, dann steht er auch im Auftrag. So. Konfiguration, Demo. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal diese Konfiguration ein bisschen an. Ich habe ja gerade gesagt, wir stellen uns die Fragen, was bin ich, was soll ich tun, wo soll ich hin? Als allererstes, natürlich, wir kennen das Thema, wir müssen ein Modul aufmachen und wir gehen in Einstellungen rein. Ja, und dann haben wir hier die ganzen Punkte und jetzt schauen wir uns zum Beispiel einmal die Arbeitsvorlagen an. Die sind unter Arbeit, Arbeitsvorlagen.
Und hier sehen wir Arbeitsauftragstyp. Das heißt, hier steht, was bin ich? Ja, bin ich ein Auftrag? Bin ich eine Bestellung? Bin ich eine Kommissionierung? Bin ich eine Umlagerung etc.? Ja, also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten, von denen wir aussuchen können. Nächste Frage ist, was soll ich tun? Ja, und dazu gibt es einerseits hier die Positionen, die wir kennen, Pick und Put, aber auch, was darf ich tun im Sinne von, welche Aufträge darf ich denn eigentlich bearbeiten? Okay, und da kommt im Prinzip die ganze Magie des Warehouse-Managements zum Tragen. Denn mit diesen Arbeitsvorlagen trenne ich verschiedene Arten von Aufträgen, verschiedene Positionen, sehr viele verschiedene Faktoren, die ich hier filtern kann, um dann zu sagen, du bist so ein Auftrag und mit dir passiert das und wiederum mit dem nächsten Auftrag passiert was anderes. Exemplarisch würde ich das mal hier zeigen. Es gibt also den Button Abfrage bearbeiten, der ist hier oben. Und da stehen ein paar Dinge drin. Hier wird einfach ein Query gebaut. Ja, das ist so eine Art Filter. Und ich habe das Thema jetzt mal auf dem Excel euch zusammengetragen. Also dieses Query sagt, alle Aufträge, die nicht die Auftragsgrundlage INET haben und die an den Lagerort 24 gehen, ja, die soll ich bearbeiten. Ich habe hier mal eine Liste von Arbeitspositionen, ja, die unser Warehouse, unsere Arbeitsvorlage bearbeiten sollen. Das heißt, wir haben gesagt, Lagerort muss 24 sein. Wir haben hier in dieser Liste von Auftragspositionen zwei verschiedene Lagerorte. Dann nimmt er die quasi raus. Ja? Und dann steht im Query, alle, die die Auftragsgrundlage nicht INET haben. Das heißt, die zwei müssen wir auch rausnehmen. Diese vier Positionen wird jetzt unsere Arbeitsvorlage akzeptieren und verarbeiten. Okay? Jetzt gibt es hier noch was Zweites, und zwar können wir sortieren. Wir sortieren hier die nach Auftragsnummer aufsteigend. Okay. Gehe ich nochmal ins Excel rein. Wie wir gerade sehen, ist es gerade verkehrt rum sortiert. Das heißt, der sortiert jetzt auch nochmal nach Auftragsnummer aufsteigend. Und in dieser Reihenfolge gibt er das jetzt hier rein. Dann können wir die Arbeiten unterbrechen. Jetzt würde er quasi nach aktuellem Stand aus diesen ganzen Positionen eine Arbeit machen. Das möchten wir aber nicht. Wir haben ja gerade gesehen, eben in der Arbeit hat er nach Auftrag die Arbeit getrennt. Das nennt sich Arbeitskopfzeilenumbrüche. Klicken wir mal drauf und da steht temporäre Arbeitstransaktion, Auftragsnummer und dann ist hier ein Haken nach diesem Feld gruppieren. Was macht also unsere Arbeitsvorlage? Die erstellt eine Arbeit hierfür, für diese zwei Positionen, weil die zur gleichen Auftragsnummer gehören, eine Arbeit hierfür und eine hierfür. Ja, das ist im Prinzip, wie diese Query, die Filter gebaut werden. Und dann kommen im Prinzip die Aufträge, die diese Bedingungen erfüllen, hier runter und da wird im Prinzip besagt, du musst eine Entnahme machen und eine Einlagerung machen und dann wird hier noch so ein Richtliniencode mitgegeben und der geht dann in die Lagerplatzrichtlinien. Das ist dann unsere nächste Frage, die wir beantworten müssen. Lagerplatzrichtlinie, wo soll ich hin? Das heißt, wir gucken mal, Lagerplatzrichtlinien sind hier bei den Einstellungen vom Warehouse gleich ganz oben. Hier müssen wir natürlich schon wieder gucken, was bin ich? Ich bin ein Auftrag, ja, dass ich hier in den Aufträgen bin. Und hier ist es, bietet es sich immer an, auch die Lagerplatzrichtlinie so ein bisschen clever zu benennen, dass man hier nicht den Überblick verliert, weil das sind jetzt Lagerplatzrichtlinien für fünf verschiedene Lagerorte. Und dann gibt es natürlich noch entsprechende Funktionalitäten, die man hier trennen kann, beziehungsweise Ziele, ja, also Ziellagerplätze, die man hier voneinander unterscheiden kann. Wir haben ja schon gesehen, wir gehen dann hier in den 24 SOPIC. Auch hier gibt es wieder eine Abfrage bearbeiten. Hier steht aber, soweit ich weiß, nichts drin. Außer hier steht wieder drin, nicht INET. Okay, das sind ja unsere Auftragspositionen. Ja. Die kommen also hier rein. Das ist eine sogenannte Hierarchie. Das heißt, er würde als erstes hier abfragen, ob er hier rein darf. In dem Fall darf er das. Wenn er es nicht dürfte, müsste er weitersuchen, bis er irgendwann einen Filter findet, ja, wo er rein darf. Und eine Lagerplatzrichtlinie hat man schon gesagt, wo soll ich hin? Beziehungsweise ist die andere Frage, wo komme ich her bei einer Kommissionierarbeit? Nämlich, wo werde ich gepickt? Ja? Das heißt, hier SO-Pick für den Lagerort 24 heißt es,
ab ein Stück bis 99.000, also quasi alle Mengen, die es gibt. Und dann gibt es hier einen Haken, nach Einheit einschränken. Gucken wir mal rein, was das für eine Einheit ist. Palette. Okay. Das war ja in unserem Fall nicht der Fall. Das sind ja alles Pieces. Das heißt, der würde hier in die zweite Position reingehen und geht weiter runter in die Aktivität. Ja? Und hier gibt es zwei Aktivitäten. Das kann man alles manuell einstellen. Ja? Hier heißt From Floor. Das heißt, hier ist auch wieder eine Abfrage. Und hier steht Lagerort 24. Gucke in einem Lagerplatz, der da eine Lagerplatzprofilkennung vom Typ Floor hat. Ja? Lagerplatzprofilkennung ist eine Eigenschaft von dem Lagerplatz. Und wenn er da Bestand findet, dann erstellt er die Arbeit mit dem Lagerplatz, so wie wir es vor uns gesehen haben, mit unserer Kommissionierarbeit. Okay. Dann haben wir noch eine zweite Position. Das heißt, wenn er in der Zone nichts findet, würde er hier in der Zone weiterschauen. Und zwar Lagerplatzprofilkennung, Balk. Genau. Das sind Lagerplatzrichtlinien. Hier kann man sehr, sehr viele schöne Sachen damit machen. Das ist im Prinzip das Herzstück des Warehouse-Management, weil hier gesagt wird, von wo soll ich welche Mengen wie picken und wo soll ich welche Mengen wie irgendwo einlagern. Ja. Nicht weniger wichtig sind aber natürlich die Menüelemente. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Und auch hier gibt es ein eigenes Menüelement bzw. Rubrik dafür, und zwar mobiles Gerät. Und hier kann ich einmal Menü und Menüelemente einstellen. Bei Menü sehen wir quasi die Menüs. Wir können die Menüs einmal erstellen und wir können dann natürlich auch sagen, was soll in einem Menü alles drin sein. Wenn ich jetzt nochmal zurück ins mobile Gerät gehe, das ist jetzt unser Hauptmenü. Ja, wir sehen hier mit den ganzen Buttons Inbound, Outbound etc. Und wenn ich jetzt einfach mal sage, ich möchte das Inbound nicht mehr Inbound nennen, sondern weil meine Kunden vielleicht ein deutsches Menü haben möchten, dann nennen wir das Wareneingang. Okay? So, und genauso können wir auch hier sagen, Warenausgang. Es gibt einen Unterschied zwischen Menüelementen und Menüs. Bei dem einen wird die Beschreibung angezeigt, bei dem anderen dann Name. Ich hoffe, ich habe das jetzt das Korrekte genommen. Beziehungsweise, ja, wir tun jetzt nochmal einloggen hier. Na, das war natürlich jetzt ein Schuss in den Ofen. Beziehungsweise habe ich es vielleicht nicht gespeichert, aber es ist entweder bei den Menüelementen oder bei Menüs zeigt er den Namen an. Den kann ich leider nicht ändern. Da müsste ich quasi den Datensatz, die Datensatzkennung umbenennen. Wir gehen mal in die Lagerortverwaltung, in die Menüelemente. Oder nee, wir machen es ganz anders. Ich gehe nochmal in die Menüs und erstelle einfach ein neues. Weil das können wir ja tun. Und das nennen wir einfach Powerton. WE. Okay. Wir haben ja das Hauptmenü und wir müssten jetzt einfach sagen, dass wir werden jetzt hier in das Hauptmenü das Powerton.de mit reinnehmen. Wenn ich es finde, achso, ja, hier, zack, aktualisieren und hier oben haben wir jetzt unser neues Powerton WE-Menü. Ja, und genauso könnten wir jetzt natürlich auch ein Menüelement erstellen. Und ich zeige das einfach nochmal ganz kurz, weil hier sich relativ gut zeigen lässt, wie Menüelemente, welche Auswahl diese Menüelemente haben. Denn die sind natürlich ganz zentral. Und zwar unterscheiden die sich einmal in den Modus Arbeit oder indirekt. Arbeit heißt, die machen irgendwas mit Arbeit. Ja, wir haben ja heute schon viel über Arbeit gesprochen und daher wird das hier unterteilt. Also dieser Modus würde alles mit Arbeit zu tun und indirekt sind quasi so Abfragen. Das heißt, ich möchte gerne wissen, wie viel Bestand auf einem Lagerplatz liegt. Ja? Das wäre ein indirekter Modus, weil da wird nur eine Abfrage gemacht. Das hat nichts mit Arbeit zu tun. Wir sagen jetzt mal Arbeit. Und dann ist die große Unterscheidung, ist das Menüelement ein Menüelement, was vorhandene Arbeit aufnimmt oder eins, was Arbeit erstellt. Ja? Und wenn wir Arbeit erstellen, dann haben wir hier eine Auswahl von sehr vielen Möglichkeiten, also ja, relativ vielen Möglichkeiten, wie das Menüelement Arbeit erstellen kann. Wir sehen hier alle möglichen Wareneingangs
Also waren Empfänge aus verschiedenen Geschichten, dann auch Fertigmeldungen aus Produktion, ja, oder auch interne Bewegungsbuchungen, also Umlagerungen im Lager. Und wenn ich hier den Haken vorhandene Arbeit verwenden reinnehme, dann gibt es hier sehr viele Optionen. Da haben wir jetzt heute nicht die Zeit, darüber zu sprechen. Aber ein wesentlicher Bestandteil ist, wie möchte ich geleitet werden? Wir haben vor uns gesehen, dass mich das Menüelement gleich zur ersten Arbeit geschickt hat. Das war ein sogenanntes systemgeleitete Menüelement. Das System sagt mir, was ich machen soll. Ich habe eigentlich gar keine Einflussmöglichkeit. Ja, wir können Arbeiten auf eine gewisse Art und Weise gruppieren und wir können aber auch selbst sagen, also benutzergeleitet oder geleitet oder benutzergruppiert, welche Arbeiten wir ausführen möchten. Und hier unten können wir dann noch das Ganze filtern auf bestimmte Arbeitsauftragstypen bzw. Klassen. Ja, wenn ich also nur Wareneingangsarbeiten mit diesem Menüelement ausführen möchte, dann würde ich das hier filtern. Genau. Es ist natürlich sehr viel, was man erzählen kann. Ich denke, das ging euch allen so, auch in den Vorträgen. Ich finde das immer bewundernswert, wenn man so viel Inhalt in eine Stunde packt. Ich hatte jetzt gar nicht so richtig gewusst, wo ich anfangen kann in dem Fall. Ich hatte noch in meine Agenda geschrieben, also auf die Folie, Möglichkeiten zur Anpassung. Ja, also grundsätzlich wissen wir ja, insbesondere auch im Warehouse, wir müssen uns immer ein bisschen zurückhalten, wenn es um so Spontananpassungen geht. Das ist ja nicht mehr alles so, wie es früher, in Anführungsstrichen früher war. Aber das Warehouse gibt uns hier ganz explizit auch Punkte vor, wo wir Prozesse, die wir selbst im Code geschrieben haben, also Prozesse, die quasi irgendwie nicht im Standard vorhanden sind, ausführen können. Okay? Das geht einmal in diesen Wellen. Wir können hier eigene Methoden in die Wellen mit reinnehmen, die bei der Wellenverarbeitung quasi mit ausgeführt werden. Ja, das ist zum Beispiel so ein Druck einer Liste von freigegebenen Lieferungen, der Export von Lieferungen an eine fremde Spedition, ja, oder Schnittstellen. So die ganzen Themen spielen hier mit rein. Und genau das Gleiche können wir auch in einer Arbeit machen. Das heißt, während der Ausführung einer Arbeit kann ich auch benutzerdefinierte Methoden ausführen. Ja, wir hatten das schon, dass wir da zum Beispiel Picking Lights aktivieren mussten beim Ausführen einer Kommissionierarbeit. Das kann man da alles mit reinschreiben. Genau. Das war Entschuldigung, was erstmal. ist Peaking Lights? Entschuldigung. Also es gibt so Kommissionierregale, wo quasi so Lichter sind, die dann angehen, damit der Picker schneller sieht, wo er hin muss. Ist das Okay, verständlich? wie bei Cardax, von oben wird geleuchtet, okay. Genau, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und es dürfen natürlich noch Fragen stellen. Ich habe jetzt nicht alles im Chat mitgelesen, es waren auch jetzt ein paar längere Sätze dabei, die ich nicht gesehen habe. Aber wenn es jetzt noch Fragen gibt, beantworte ich die. Eugen, also ich habe nicht gesagt, dass das während der Freigabe reserviert wird. Ja, also. Weil hier der Kommentar kam, es ist irgendwas nicht ganz korrekt. Ja. Also ich hätte eine Frage. Wie gehst du bei deinen Kunden mit der Thematik Reservierung im Eingang? Das passiert immer wieder. Entweder haben wir die Ware noch nicht eingelagert, aber diese Menge ist quasi ausgeblendet durch die Reservierung, die drauf hängt. Und das kann die Produktraumplanung verwirren. Andererseits, wenn wir das Abräumen automatisieren oder mit einem Movement vornehmen, dann besteht die Gefahr, dass wir in dieser riesigen Halle, die wir auf deinem Foto gleich am Anfang, nach einer Palette im Heuhaufen suchen müssen. Wie gehst du damit um oder war das nie ein Thema? Also die zweite Frage, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also eine Palette im Heuhaufen müssen wir eigentlich nie suchen, weil wir immer die Lagergrenzen so einstellen, dass Einladungsträger vom Typ Palette, also das ist ja ein Containertyp, den wir einstellen können, pro Lagerplatz genehmigt ist. Das heißt, es dürfen nie mehrere, in einem ordentlichen Hochregallager dürfen nicht mehrere Paletten an einem Lagerplatz Das ist eingelagert klar, werden. aber es geht um den Wareneingang. Haben wir auch gesehen auf dem Ja. Foto. Da hinten standen die Regale. Beim Wareneingang, sagen wir, wir haben heute 10 LKWs bekommen.
Und die Mitarbeiter kommen einfach nicht mehr nach. Lassen wir das reserviert und warten auf die Ausführung dieser Abräumarbeit. Lassen wir das automatisch abschließen und tun das nach Bedarf mit einer einfachen Umlagerung. Und was tun wir überhaupt mit dem Fakt, dass wir nur eine Eingangsrampe haben und ein Unternehmen kann eventuell mehrere besitzen? Oder das war zumindest mein Eindruck, dass wir nur eine Eingangsrampe im System hinterlegen können. Das stimmt, dass es einen Eingangslagerplatz gibt. Und das Thema hatten wir auch schon, dass einfach die Eingangsrampe so breit war, dass die Leute dort gesucht haben. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Das andere, was du angesprochen hast, dass quasi nach dem Empfang immer gleich die Einlagerungsarbeit reserviert wird, lösen wir so, indem wir beim Empfangen eine Arbeit bestellen, empfangen und einlagern generieren und quasi das Ding erstmal an die Rampe stellen, mit bestellen, mit empfangen und einlagern. Und damit steht es dort frei. Und wenn dann jemand die Palette wegräumen möchte, dann erstelle ich ein Menüelement, was Umlagerung, also Lagerumlagerung nach Vorlage macht, wo quasi auch unter Anwendung der Lagerplatzrichtlinien diese Palette ins Hochregal eingelagert wird. Und damit haben wir den Bestand auf der Rampe erstmal frei. Und der kann auch direkt Cross-Docking in den Warenausgang gelegt werden. Danke. Dann hätte ich noch eine Anmerkung. Das Thema war auch, wie stellen wir unser Unternehmen auf das neue Modul um? Und das ist nicht ohne, denn in der Vergangenheit haben Leute gerne mit logischen Lagerorten agiert. Es gab immer einen Lagerort, einen Hauptlagerort, einen Produktionslagerort und mehrere kleine Lagerorte, manchmal bis zu 10 an einem einzigen Standort. Wenn wir aber sowas in diesem Modul umsetzen, dann haben wir uns alles verbaut, so wie die automatisch, das automatische Auffüllen und so weiter. Also ja. Prinzipiell können wir unsere ganzen Lagerplätze, es ist richtig, wir können Bestände, also nach wie vor zwar relativ einfach zwischen zwei Lagerorten moven, aber ich verstehe das Problem, aber wir können eben unsere Lagerplätze innerhalb eines Lagerorts im Warehouse relativ gut gruppieren. Also da gibt es zum Beispiel Zonen und Zonengruppen. Ja? Also wenn ich zum Beispiel die Zonengruppe Produktion mache und dann kann ich sogar innerhalb der Zonengruppe Produktion noch verschiedene Zonen anlegen, so würde man das jetzt umsetzen. Ja? Aber genau, mach mal genauso. Braucht aber eine Umstellung von unseren Kollegen, die von AX 2009 zum Beispiel umsteigen. Da findet man bis zu 10 Lagerorte vor, die jetzt alle zu einem einzigen zusammengefasst gehören. Sonst bringen wir keine Materialflüsse da drin. Gibt es noch Fragen oder Wortmeldungen von anderen Kollegen? Ansonsten ist meine E-Mail-Adresse hier bekannt und ich freue mich natürlich, wenn es Fragen oder Infos oder auch Anregungen, Kritik gibt. Und dann übergebe ich das Wort sonst wieder dem Ludwig. Und ich danke euch allen und wünsche noch einen schönen Abend. Jawohl. Gut, also von meiner Seite aus vielen Dank erstmal. Also ich würde mich da voll dem Sascha anschließen. Das war ein sehr guter Überblick über das Modul. Vor allem für Leute, die jetzt so wie ich nicht so tief da drin sind, aber auch für Experten. Ich glaube, ihr habt euch da ausgetauscht und ihr seid ja die Experten, sag ich mal, in diesem Modul. Ja, gut, also wie gesagt, wenn es noch irgendwie Fragen gibt, wendet euch bitte an Ruben. Ja, seine E-Mail haben wir jetzt. Mein Job ist jetzt nur noch im Prinzip hier das Recording zu stoppen und dann noch ein paar Hinweise auf morgen.